endlich mal ein bisschen anspruchsvoller. Da muss der näher ran, der Reporter. Oi, was ist denn da schon wieder passiert? Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Mittag und guten Morgen. Das Video hat natürlich nicht aufgenommen. Ich habe es natürlich auf der kleinen Kamera drauf. Ich werde euch mal was einspielen. Werte Enoschern, ja, herzlich willkommen zu diesem überaus interessanten und trockenen Video. Die Straße ist, wie ihr seht, trocken. Wir haben eine kleine Wette. Die sagen alle, es ist überschwemmt. Ich sage, hier ist überhaupt nicht mehr überschwemmt. Hier ist alles trocken und ist alles super und richtig. Also eigentlich könnte ich hier auch schon wieder alles ausschalten und umdrehen und nach Hause fahren. Da sind ja ein Haufen Geräte unterwegs. So, hier waren wir letztens auch schon mal zweimal. Hier, ihr habt eine leichte Überschwemmung, aber ihr seht, alles trocken. Hier ist gar nichts mehr. Und die fahren alle viel zu schnell. Ah, hier, ja. Aber ist alles noch überschaubar. Ja, ja, alles trocken hier. Hier ist gut. Alles trocken. Oh nein. Wir fangen erst an, also bitte nicht so extrem. Nein, hier ist ja alles, guck mal, hier ist ja alles trocken, Baby. Ja, ja. Mit 60, wa? Kann man so machen. Übrigens, ich habe mich gerade gewundert, warum das Auto nach rechts zieht. Ja, war rechts ein bisschen wie die Luft, wa? Sollte man vielleicht auch aber noch mal kontrollieren, man weiß es nicht. Das ist ja einfach meine Lieblingshunde. Ich weiß nicht warum. Die ist eigentlich total asozial. Und gerade glatt. Aber irgendwie hat das was. Rechts die Bahn. Die Odeck ist unterwegs. Die anderen steigen irgendwie noch. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, Baby? Ob du irgendjemanden grüßen willst im Video. Ja, alle Pfeifen, die nicht dabei sind. Alles klar. So, hier kann es sein, dass es vielleicht ein bisschen überschwemmt ist, Baby. Ja? Willst du nicht, kannst du noch reden? Ja, ja. Achso, also wenn du willst, kannst du interagieren. Was soll ich denn sagen? Nee, glaube ich nicht. Ganz so schlimm ist es hier nicht. Guck mal. Scheiß Eis hier, siehst du das? Naja, die oberste Schicht, da ist es kalt. Riecht das Eis gerade hoch? Nein, nein. Wäre eine schöne Schlittschuhbahn hier drin. Alter. Aber das hat eben anders ausgesehen, oder? Auf den ersten Blick, oder? Ja. Ja, alles gut. Ja.
alles gut hier. Super. So, gleich werden wir mal die alte Strecke fahren, die ich am liebsten fahre. Ist das hier schon? Nee, wa? Nee. Boah, eine weiter hin. Mal sehen, wie da heute der Stamm ist. Da, hier. Ja, ja, ja. Klingst du schon? Jawohl. Warte mal. Na ja, mal die Jungs filmen, weißt du? Aber guck mal, hier ist alles trocken, Baby. Hier ist gar nichts mehr. Das, ja, Mann, das macht mich überaus traurig. Hier ist alles abgetrocknet. Guck mal hier hoch. Na gut, ab hier ist es eigentlich immer spannend, sag mal. Die Abonnenten sehen! Das kriegt er doch ja nicht alleine raus. Da. Genau das wollen die Abonnenten sehen! Und genau deshalb sind wir hier! oh nö. Na, Kiesel müsste jetzt nicht mal da verkrümelt, wa? Ah, jetzt. Alter, stell dir mal vor. Oh, Ali, hey! Das war doch mal ein Schwung, Digga. Nein. Danke. Nicht doch nicht. Nein. Ach du Scheiße. Guck mal, Olli schon wieder. Ja? Ja, ja. Weißt du, und genau das ist es, warum ich hier bin, Baby. Genau das ist es. Endlich mal ein bisschen anspruchsvoller. Da muss der näher ran, der Reporter. Oh, Olli, was ist denn da schon wieder passiert? Oh je. Oh oh. Super.
Muss einsteigen, Baby. Du wartest da vorne auf mich, ja? Ich mach mal ein Filmchen. Ja. Wie du hier fährst. Aber sau mich nicht ein. Nein. Assi, kommt Bruno. Thank you.
kannst du auch unten abschrauben. So, jetzt haben wir noch ganz kurz die Rotax-Farm besucht. Oh ne, die Handschuhe. Hier werden übrigens Rotax-Fahrzeugmodelle repariert. Hier ran. Tschüss. Ciao. Ja, auf jeden Fall haben wir eben noch die Rotax-Farm besucht. War mir ein inneres Anliegen, da mal Hallo zu sagen, um den kranken Sven zu begutachten und ein bisschen die Plauze zu reiben. Alles gut, alles schön. So muss es sein. Ja, das war heute mal so eine kleine kurze Runde. Das ist doch schon wieder ganz schön kalt geworden draußen, muss ich mal sagen. Ich glaube, wir haben so um die Null. Und irgendwie haut meine Heizung hin. Was soll denn das? Hatten ganz viel Spaß. War schon ja doch noch die eine oder andere Pfütze aufzufinden. Was ich gar nicht gedacht hätte. Die Karre sieht aus wie Scheiße. Oh je. Ich weiß auch nicht, ob ich die heute abkerze. Auf jeden Fall hier nochmal Grüße raus an den Devil Rider, der da wie ein Irrer in Berlin steht und da heizt. Junge, Junge, ihr habt da ganz schön mal durchgezogen. Also absoluter Respekt an dieser Stelle von mir. Absoluter Respekt an die Bauern. Ich mag's richtig nicht unbedingt reingedrückt werden in irgendeine Ecke. Irgendwie sorgen dafür andere Leute. Aber wo recht ist, muss recht bleiben. Daumen unbedingt ein Video nach oben da. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Wenn du etwas sagen willst, ohne was zu sagen.